Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays mit den USA. Was geht? Ja, wir buddern mal ein bisschen rein. Wir haben hier wieder verfügbare Entscheidungen, aber die Expedition lassen wir jetzt erstmal links liegen. Da sind wir ja vorher die ganze Zeit auf die Schnauze gefallen. Frauenwahlrecht ist in die Abstimmung gekommen. Das heißt, wir kriegen noch vor 1900 Frauenwahlrecht, so wie es aussieht. Das ist natürlich bombastisch und wir haben so einen Haufen Loyalisten. Also die Leute sind absolut glücklich und zufrieden bei uns. Großbritannien stellt sich auf die Seite Tasmaniens. Uff. Wo haben wir denn dann? Hier haben wir dann. Ja gut, wenn das so ist. Dann machen wir doch. Boah. Schon sehr verlockend. Sag ich so, wie es ist. Aber nee. Ah. Gar nicht so easy hier jetzt irgendwas zu bestimmen. Irgendwas, was lohnt. Ja, aber am ehesten tatsächlich die Hudson Bay Company. Ah, das gibt mir halt 41 Verrufenheit. Das switcht automatisch irgendjemand rüber. Ich glaube, das nicht gut. Ne. Regimewechsel in Südaustralien. Ich glaube, es hackt, ey. Okay. Zuerst hier. Südstaaten. Mobilisieren. Ihr geht hier oben hin. Ihr vertreibt die erstmal. Oh, und wir haben Frauenwahlrecht durchbekommen. Dann Mittlerer Westen und Neuengland zieht hier hin. Und die Great Plains. So. Dann hier unten. Indonesien. Zieht. Oh, da kommt ja richtig was anmarschiert. Eieiei, da hätte ich auch ein bisschen noch. Warten sollen, glaube ich. Überall ist problematisch. 21 Tage, wie lange brauchst du mit deinen 80 Truppen? 3 Jahre. Zack, eingenommen. Okay, das gibt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was Größeres hier mit England. Okay, das lassen wir alles mal so, wie es ist. Aha. Es scheint gut voranzugehen da oben.
Bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Wenn meine Truppen hier ankommen. Vor allem hier unten wird blöd. ...202 Truppen. Alter, ohne Scheiß. Das geht mir ja schon richtig auf den Keks. Aber wir scheinen ja stellenweise ordentlich zurückzuschlagen. Hier sieht ja jetzt auch wieder gut aus. Da oben sollten wir auf jeden Fall auch Progress machen. Es ist gut, dass der Brite nicht hier oben angefangen hat reinzugehen. Es wäre äußerst kritisch gewesen. Okay, 104 Truppen haben wir da. Dann muss ich wohl eine vollständige Ausrufung sämtlicher Einberufungstruppen machen. Weil gegen den Briten dann halt doch nicht so easy bestanden ist und mal einfach so. Dementsprechend müssen wir hier jetzt drauf gehen. So. Wo bist du? Hier. Niedrige Versorgung, aus dem britischen Markt, neuer Import. Oh Gott. Ey, also ich kann mir so einen Krieg leisten. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, Brite, aber ich kann mir so einen Krieg ordentlich leisten. Okay, hier gibt es noch Mittlerer Westen, weiß ich. Kanada. Oh, die sind doch perfekt stationiert. Können wir innerhalb von kürzester Zeit direkt ein bisschen durchrushen? Und dann hüpfen die hier wieder rüber. Easy. Und ihr hier müsst so lange durchhalten, wie es geht. Bis wir eben hier zum einen das zurückgeschlagen haben, weil dann kann ich mit den Truppen hier noch eine unterstützende Front machen, weil der, klar, der fräst jetzt hier einfach durch. Und die hier müssen sich dann freikämpfen. Okay, ich hoffe, dass das Manko nicht zu groß sein wird. weil das gibt uns jetzt natürlich Negativwertung. Oh, guck mal. Da kommt gar niemand mehr. Das ist sehr gut. Wenn die es schaffen, hier einigermaßen dagegen zu halten... Und ich hier oben... Hä? Moment, was ist da gerade passiert? Ja, okay, gut. Dann mach du da deinen Kampf. Dann habe ich die jetzt hier. Wenn ich die da jetzt zur Verfügung habe, dann gehen die jetzt natürlich alle hier hin.
Sehr nice. Die ballern sich da komplett durch. Das ist echt kritisch hier. Jetzt ist die Frage, Generale rekrutieren. Ich habe nirgends mehr groß, außer in Südafrika, aber das ist ja voll in Ordnung. Okay. Aber es werden auch noch stark Truppen rekrutiert. Hier ist jetzt halt für den Arsch. Aber das ist okay. Sollen die aufhalten, dann können wir hier unsere Front ein bisschen mehr stärken. Aber es ist halt echt geisteskrank. Aufruf zum Frauenwahlrecht. Ah, okay, gut. In der nächsten Wahl triggert das erst. Regierung ist 100%. Ich glaube, wir können nichts umstellen. Und das raff ich nicht, dass das keiner will. Ganz weirde Geschichte. Oh. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber das könnte auch gut sein, wenn ich es schaffe, hier auf der Seite durchzubrechen. Aber es scheint nichts zu werden. Kann ja ruhig passieren. Bei minus 51. Das heißt, die würden wahrscheinlich sogar eher rüberschwingen. Das ist gut. Wir haben im Moment auch auf jeden Fall noch mehr Kriegswille als die. Und bald haben wir hier oben das. Dann kann ich die Truppen, die hier sind, verlagern. Hier runter. Und dann geht es richtig rund. Die sollen sich hier einfach noch querstellen. Das ist voll okay. Oh, haue, 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 ey. Da geht's ganz schön zu. Die einen sind erschöpft, die anderen sind verirrt. Gummi wird knapp. Alter. Meine Industrie brennt gerade regelrecht. Und ich glaube, ich gehe mal mit meinen Steuern runter, um so den Lebensstandard vielleicht noch weiter zu erhöhen. Weil ich meine, ich mache immer noch plus 100k. Yo. Who the fuck cares? So, wir haben die da oben komplett vertrieben, wa? Ah, noch nicht mal. Ja, crazy. Oh, wenn ich es schaffe, den Briten vorher rauszukicken, wäre so geil. Aber mittlerweile sink ich schneller als er. Und jetzt ist der hier auch noch angelandet. Der hier muss frei werden. Wenn der frei wird, ist mega geil. So ein Haufen Leute in meinem Krieg. Auf geht's. Das wird doch wohl hoffentlich die letzte Schlacht sein. Dann kann ich hier endlich runter und dann kann ich da ein bisschen draufklopfen.
wird auf jeden Fall verteidigt, das ist gut. Eieiei. Komplett Australien ist ein riesiges Schlachtfeld. Das ist richtig schlecht. Auf geht's, den einen Punkt, das kriegst du jetzt noch weg. Easy, free. Dann gehst du jetzt hier runter und ich hoffe, dass du noch rechtzeitig kommst, bevor wir in den Minusbereich rutschen, dass ich da das, was hier eingeschlossen ist, jo, die gehen jetzt halt drauf. Oh ja, ganz böser Krieg. Hier drüben sieht gut aus, da könnte tatsächlich ein guter Gegenschlag kommen, aber 50 Tage ist halt echt ein Haufen Zeit. Ich komme hier einfach nicht voran, weil die Defensive extrem stark ist. Oh je, das ist echt eine kritische Ecke gerade. Boah, Durchschnitt von 15,8. Also wir sind da echt schon gut gestellt, aber auf Platz 20 in Lippe 17,9. Alter, denen geht's richtig gut. Ich brauche unbedingt mehr Unis, sehe ich gerade. Ah, jetzt sieht's hier anders aus. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn die hier oben ein bisschen was zurückerobern, ist geil. Ja, nice. Ihr müsst ja nicht komplett alles zurückkriegen, aber ein bisschen was wäre schon cool. Oh, und das muss doch jetzt mal gewonnen werden hier. Dreimal ein britischer Sieg. Das kann ja nicht angehen. Wir müssen hier drüber auf Tasmanien drauf, dass die richtig Minuspunkte machen. Hier rutschen wir immer noch weiter rein. Das ist auch sehr gut. Hier ist schwer. Ah, sehe ich ein. Aber hier läuft gerade echt nicht schlecht. Und der hier zieht jetzt hier rüber. Und der hier zieht hier rüber. Ich muss da ein bisschen aufräumen. Ist immer noch mega gut, wie es gerade aussieht. Und die müssen jetzt von hinten hier rankommen. Und dann, wenn die eingekesselt sind, dann ist easy. Zack, perfekt. Jetzt sind es hier 8 Truppen. Mega gut. Und die können weiter hier durchdrücken. Jetzt läuft es echt nicht schlecht. Was, wenn ich... Ja. 36, sagt er. Ja. Dann nicht. Dann nicht. Vergiss es. Das schenke ich dir nicht. Das ist schon relativ interessant, ne? Oh, ich bin ein Idiot. Ich hätte hier oben das fordern können. Neufundland. Oh, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war jetzt ultimativ schnell und easy eingenommen. Na, hier ist jetzt halt kritisch. Aber wir kommen auf Tasmanien drauf, sehr schön. Ja, ich will tatsächlich niemand demobilisieren. Oh. Die halten sich echt stabil. Und rasieren jetzt sogar richtig hier drüber. Krass. Das ist nice. So. Kann diese Schlacht hier auch mal vorbei sein? Verfügbare Entscheidung.
Land in Sinai beschaffen. Ja, was ist jetzt Sache? Äußerst interessant. Ich mach mal wieder Minus seit ewigen Zeiten. Hier schwingt's aber auch immer wieder hin und her, gell? Oh, bin ich jetzt drin? Habe ich hier es drüber geschafft? Nice. Das hier ist aber auch echt ein Geklopfe. Wie sieht es hier jetzt aus? Ein Dreierwert. Oh, wir treiben sie zurück. Aha. Ja, gut. Also hier sieht es halt echt geisteskrank aus, wie es da vorangeht. Was sieht's denn jetzt aus? Ja, im Moment nicht, aber ich fände es geil, wenn die rausgehen mit einem weißen Frieden. Und wir dann zurückschlagen können, weil dann kann ich es noch drehen. Wir haben im Moment minus 13. Kriegswille ist relativ niedrig. Das ist natürlich schlecht im ersten Moment. Aber wenn wir die zurückkicken können, dann haben wir eine komplette Riesenarmee schon mobilisiert und mähen hier einfach drüber. Und können so den Kriegswillen von denen ganz easy brechen. Hier gewinnen wir jetzt auch. Wenn wir da schon aufs Land kommen, kriegen die ja auch schon ordentlich Minuspunkte. Also. Guck mal, hier haben wir noch einen. Da drauf, ihr müsst stärker werden. Haben wir sonst noch jemanden? Nee, nur die drei Notfallgeneräle, die bleiben erstmal hinten raus. Hier werden wir immer stronger. Ich hoffe, dass wir da auch ordentlich durchbrechen jetzt bald. Hier brechen wir auf jeden Fall durch. Das ist die Front, ne? Wenn das hier jetzt einbricht, das ist ja einmal das Eck hier, die Seite und einmal die andere Seite. Wenn das einbricht, dann ist es wieder nur diese ganze Front. Und hier löst sich es auch auf. Aber es sind halt echt schon viele britische Soldaten. Wenn man jetzt mal hier in die Übersicht schaut, die haben 583 mobilisiert und wir haben halt 720 mobilisiert. Also ne, wir haben schon mehr am Start, aber uff. Ja. Kostet uns ja im Moment auch ordentlich Geld. Aber der Lebensstandard steigt. Den Leuten tut's gut, wenn wir Krieg führen. Ah, guck mal. Vorgeschlagen von Tasmanien. Nee, 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 nee. Mm-mm. Ich möchte Bedingungen für weißen Frieden mit Britannien. Du bleibst schön weiterhin hier im Krieg. So viel lass dir gesagt sein. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt, während ich hier jetzt weiterhin die Welt mit Krieg überziehe. Lasst mir natürlich gerne ein Like da und lasst mir natürlich auch gerne ein Abo da, wenn ihr weiter das verfolgen möchtet. Und ja,
Sonst habe ich nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Und see ya.